Pflanzen sind übrigens immer eine gute Geschenkeidee. Und am besten ist es natürlich, wenn man weiß, was der zu Beschenkende wirklich mag. Übrigens können Sie auch mal Obstbäume verschenken, zum Beispiel Kirschen. Und was Sie gegen die Kirschfruchtfliege unternehmen können und warum Kirschbäume auf schwach wachsenden Unterlagen besser sind, das erfahren Sie gleich von unserer Obstexpertin, nämlich Monika Möhler von der Lehrenversuchsanstalt Gartenbau hier in Erfurt. Doch zuvor gönnen wir uns erstmal eine Portion Brennnesseln. Und Brennnesseln sind übrigens nicht nur Heilpflanzen, sondern mit und bei ihnen leben jede Menge Tiere. Schön ist sie nicht, die Brennnessel. Und beim Fußball stört sie bisweilen. Aber immerhin gibt's auf ihr einiges zu entdecken. Hier faulenzt gerade ein Bockkäfer in der Sonne. Er ist einer von vielen, die Brennnesseln lieben. Tief im grünen Dschungel verstecken sich junge Heuschrecken. Geschützt von den brennenden Nesselhaaren können sie sich hier in Ruhe häuten und heranwachsen. Die Nesselhaare sind es, warum wir die Pflanze fürchten. Harte Kanülen, gefüllt mit ameisensäurehaltigem Inhalt. Bricht die oberste Spitze ab, bohrt sich die Bruchkante mitsamt der Säure in die Haut. Auch der kleine Fuchs muss aufpassen, dass er die Nesselhaare nicht zerbricht. Er wird auch Nesselfalter genannt. Im Frühjahr klebt er Ei für Ei vorsichtig an die Unterseite der jungen Brennnesselblätter. Seine jungen Raupen sind gefräßig. Sie futtern munter ganze Brennnesselblätter. Aber erst, nachdem sie Brennhaar für Brennhaar abgebissen und das Blatt komplett gesäubert haben. Nach einem Monat machen sich die Raupen auf die Suche nach einem geschützten Platz. Dort verwandeln sie sich in eine Puppe, aus der nach 2 Wochen der neue Falter schlüpft. Schon wenige Brennnesseln bringen viel Leben in einen Garten. Auf dieser Pflanze hat sich eine Raupe eingesponnen. In Akkordarbeit hat sie die Blattenden zu einer schützenden Röhre verwoben. Und hier liebt sich ein Pärchen Brennnesselrüssler. Die grünen Rüsselkäfer haben sich sogar in ihrer Farbe an die Brennnessel angepasst. Ihr ganzes Leben ist mit dieser Pflanze verbunden. Die Rüsselkäfer sind auch verantwortlich für die vielen Löcher in den Blättern. Munter knabbern sie überall herum in ihrem Brennnessel-Schlaraffenland. Wer die Brennnesseln nicht mag, hat es schwer, sie wieder loszuwerden. 12 Jahre alt kann die einzelne Pflanze werden. Mit langen Wurzelausläufern verankert sie sich im Boden. Sie auszurupfen ist harte Arbeit. Vielleicht muss man die Brennnessel als Nutzpflanze sehen, um sich mit ihr zu versöhnen. Dem Gärtner immerhin liefert sie einen kräftigen Dünger. In ein Fass geschnippelt und mit Wasser aufgefüllt, entwickelt sich hier in wenigen Tagen Brennnesseljauche. Der ideale Flüssigdünger, der außerdem noch Schädlinge vertreibt und Regenwürmer anlockt. Ein Ökowunder, wie die ganze Brennnessel.